Seit sie 8 sind, haben Kiana und Ali ihre Mutter nicht mehr gesehen. Ihre Mutter, die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammad. Schönen guten Abend zur Kulturzeit. Narges Mohammadi hat sich als Journalistin im Iran immer für Menschenrechte eingesetzt und ist dafür immer wieder verhaftet worden. Mal einen Monat, mal 3 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre. Seit November 2021 ist sie wieder im Gefängnis. 2015 hat ihr Mann und der Vater der Zwillinge die Kinder zu sich ins Exil nach Frankreich geholt. Es gab Jahre, in denen konnten sie nicht mal miteinander telefonieren. Und Narges Mohammadi sagt, wenn sie sich noch mal entscheiden müsste, würde sie dasselbe tun, mit noch mehr Entschlossenheit. Ihre Kinder sind stolz auf sie. Das ist alles so überlebensgroß und selbstlos, kann ich gar nicht fassen. Gestern haben die Zwillinge den Friedensnobelpreis an ihrer Mutterstadt angenommen. Mehr über ihren Kampf von Mandana Barefurush. Narges Mohammadi, iranische Kämpferin für Menschenrechte. Sie erhält den Friedensnobelpreis, doch entgegennehmen kann sie ihn nicht, denn sie sitzt in Haft. Als die Nachricht ihrer Auszeichnung durch die Gefängnismauern dringt, Euphorie. Die politischen Mitstreiterinnen von Narges erhoben sich und reckten ihre Faust und schrien durch das ganze Gefängnis: Sansindegi Azadi, also Frau, Leben, Freiheit, der Protestruf. Und die Wände des Gefängnisses bebten. Seit Jahrzehnten setzt sich Mohammadi für die Abschaffung der Todesstrafe im Iran ein, unterstützt politisch Verfolgte, bringt Menschenrechtsverletzungen des Regimes an die Öffentlichkeit. Immer wieder zahlt sie dafür einen hohen Preis. Narges Mohammadi wurde 15 Mal festgenommen, 5 Mal verurteilt, zu insgesamt 31 Jahren Haft, zu 145 Peitschenhieben. Welcher Mensch redet da noch weiter? Und Narges Mohammadi tut es. Die Journalistin Nathalie Ameri kennt den Kampf der Frauen im Iran, hat jahrelang als Korrespondentin darüber berichtet. Für sie ist Mohammadi die lauteste Frauenstimme im Land. Immer wieder übt sie Kritik am Regime. Wie bei ihrer Rede am Grab des getöteten Bloggers Sotar Beheshti. Das Video machte Mohammadi weltweit bekannt. Sie ist die wahrscheinlich bekannteste Gefangene, vielleicht sogar weltweit. Sie ist immer wieder aktiv, auch aus dem Gefängnis heraus. Und somit ist sie ja auch eine Gefahr für die Islamische Republik. Deshalb wird sie vom Regime weggesperrt. Seit 2 Jahren sitzt Mohammadi im berüchtigten Evin-Gefängnis im Norden Teherans. Was sich im Inneren der Haftanstalt abspielt, hält sie in ihrem Buch »Frauen, Leben, Freiheit« fest. Dafür hat sie heimlich Interviews mit weiblichen Gefangenen geführt, erschütternde Zeugnisse von Folter und Vergewaltigung. Zeitgleich entsteht ihr Film White Torture, eine Foltermethode, die auch im Evin-Gefängnis stattfindet. Enge Isolationszellen, gerade 3x2 Meter groß, komplett leer und weiß. Nichts da, woran sich der Verstand festhalten kann. Der Mensch wird psychisch gebrochen. Die Dokumentation all dieser Verbrechen, die Narges Mohammadi in ihrem Buch aufführt, ist wichtig für den Tag, an dem dieses Regime zur Rechenschaft gezogen wird. Danach lechzt die iranische Bevölkerung, dass die Verbrecher dieses Regimes eines Tages vor einem internationalen Gericht stehen und dass das, was sie ihnen 44 Jahre lang angetan haben, alles öffentlich wird. Für mehr Öffentlichkeit kämpft auch Mariam Klaren. Ihre Mutter, die Deutsch-Iranerin Nahid Tahavi, sitzt seit 2020 im Evin-Gefängnis. Seit ihrer Jugend engagiert sie sich für die Rechte der Frauen im Iran, wird immer wieder inhaftiert. Ähnlich wie Mohammadi, mit der sie sich eine Zelle teilt. Mariam Klaren hat regelmäßig Kontakt zu ihrer Mutter und weiß um die katastrophalen Zustände in Haft. Körperlich geht es ihr sehr, sehr schlecht. Meine Mutter hat durch die lange Isolationshaft und den Druck der letzten 3 Jahre mehrfache Bandscheibenvorfälle, Bluthochdruck, Diabetes, erhöhte Rheumawerte. Sie ist 69 Jahre alt. Und was aber wichtig ist zu erwähnen, dass sie keineswegs gebrochen ist. Auch Mohammadis Familie, die in Paris im Exil lebt, ist besorgt. Narges Gesundheitszustand ist kritisch. Ihre Zwillinge hat sie zuletzt vor 8 Jahren gesehen. Iran verlassen, als es noch möglich war, wollte sie nicht.
Sie will von innen heraus Veränderung schaffen, sagt ihr Ehemann, der regelmäßig mit Nathalie Amery telefoniert. Salam Rahmani. Nargis sagt, jede Auszeichnung, jeder Preis bestärkt mich darin, für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und gegen die religiöse Tyrannei zu kämpfen. Der Friedensnobelpreis ist wichtig, damit die Stimme des Preisträgers in der ganzen Welt gehört wird. Doch ein Preis reicht nicht aus. Damit sich im Iran nachhaltig was ändert, braucht es die Unterstützung der iranischen Bevölkerung. Doch seit den Protesten 2022 sei diese komatös, sagt Nathalie Amery. Und die internationale Gemeinschaft? Es werden weiterhin Milliardengeschäfte mit der Islamischen Republik gemacht. Deutschland ist wichtigster Handelspartner Irans in Europa. Ich habe regelmäßig Fremdscham, wenn ich mit Iranerinnen und Iraner spreche und sie mich zu unserer Politik hier befragen. Weil es ist genau diese Doppelmoral, die sie sehen. Auf der einen Seite werden Haare abgeschnitten, Frau Leben Freiheit gehashtaggt. Und auf der anderen Seite wird der Präsident in die UN eingeladen. Bis auf Worthülsen ist nichts passiert. Bis auf Insta-Auftritte der deutschen Außenministerin, in der gesagt wurde, wir stehen an der Seite der iranischen Frauen, ist nichts passiert. Also was sind das für Versprechungen der feministischen Außenpolitik, die in der Realpolitik nicht eingelöst werden? Man wolle sich in einer krisenhaften Welt nicht mit dem Regime anlegen, erklärt Amery. Ohne Druck sei eine Freilassung Mohammedis aber unwahrscheinlich. Für die iranischen Frauen ist sie ein Vorbild. Viele tragen trotz strenger Überwachung kein Kopftuch mehr. Die Frauen im Iran beobachten Nargis bei all ihren Aktionen. Und solange es jemanden gibt wie Nargis Mohammadi, ist diese Protestbewegung nicht tot. Und Nargis erinnert die Frauen immer wieder daran, dass sie ein Ziel haben. Und das ist der Regimesturz.